Am Samstag geht es beim CHIO in Aachen traditionell ins Gelände. Ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur für das heimische Publikum. Viele Besucher kommen extra hierher und nutzen die Gelegenheit für ein Picknick im Grünen. Die Vielseitigkeitsreiter haben keine Zeit zu entspannen. Für sie heißt es volle Konzentration im DHL-Preis. Publikumsliebling Ingrid Klimke nimmt die Zuschauer sogar mit auf ihren Ritt per Helmkamera. Super! Kaum im Ziel gab es das erste Foto der glücklichen Reiterin auf ihrer Facebook-Seite. Am Ende kann sie sich mit Hail Bob über Platz 3 freuen. Der strahlende Sieger im mit 180.000 Euro dotierten DHL-Preis aber heißt Michael Jung. Mit Fischer Takinu legte er eine blitzsaubere Geländerunde hin. Kleiner Schönheitsfehler, 12 Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung. Trotzdem, nach 3 Disziplinen war niemand besser. Fischer Takinu, der ja Richtung Rio geht, hat mir ein super Gefühl gegeben in allen 3 Disziplinen, auch schon in Streckraum beim letzten Turnier. Der ist ein Pferd, das immer sehr konstant ist, sehr konzentriert ist und dann auch im Gelände nochmal seine ganze Energie auspacken kann. Einen Überraschungssieg gab es für Christina Bröhring-Spree im Mägle-Preis. Im Grand Prix Spezial zeigte sich ihr Hengst Desperados in Bestform. Er war beim Abreiten schon super drauf, schön locker. Und in der Prüfung hat er wieder super mitgemacht. Ich hatte ein total sicheres Gefühl. Es ist wirklich von Lektion zu Lektion besser geworden und ja, ich bin super zufrieden. Vielleicht lag es ja an diesem kleinen Glücksbringer, dass sie diesmal ihre Teamkolleginnen Dorothee Schneider und Isabel Wert hinter sich lassen konnte.